Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge The Long Dark. Schön, wie immer, euch hier zu sehen. Ich bin ja, letzte Folge habe ich aufgehört mit dem Eintritt hier in diese Bude. Wegen, glaube ich, Dunkelheit oder irgendwie sowas. Ich muss natürlich wieder mal gestehen, dass das schon wieder ein paar Wochen her ist, dass ich gespielt habe. Denn, wie schon so oft erwähnt, ich spiele ja immer ein bisschen und irgendwie schaut es schön aus hier. Und nehme das auf. Dann kommen die Folgen so nacheinander. Und nachdem ich ja jetzt ein paar verschiedene Let's Plays am Start habe, ist es auch so, dass sich das ein bisschen zieht. Und selbst wenn ich hier nur 3, 4 Folgen am Stück aufnehme. Oh, ein kleiner Licht. Park. Ja, wenn die sich immer 5 Tage auseinanderziehen, wenn aus 3, 4 Folgen mal ruckzuck 20 Tage, gell? Bevor ich dann wieder spiele. Weil, ja, es sind ja noch andere Spiele, die ich dann mal spiele, oder auch mal welche, die nicht als Let's Play gehen, einfach nur so just for fun für mich, so privat. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich eigentlich auch noch irgendwas anders mache, außer zocken, ne, jetzt ist übertrieben. Ne, ach, da ist der arme Kamerad. Sitzt da. Weil ich ein bisschen was über mich erzählt habe, mal in den Folgen so ein bisschen, was ich so ganz gern mache, privat. Ich hoffe, dass man so ein bisschen was erfahren hat. Denn ich neige ja gerne dazu, wenn ich hier wieder abgelenkt werde und irgendwas ja hier Spielmäßiges machen muss, dass ich dann mal wieder mich verschluck und ja aufhöre, das zu quatschen, was ich eigentlich quatschen wollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe mir jetzt die letzte Folge nicht angesehen. Sollen wir mal kurz rausgehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gehe mal kurz raus. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, wie gerade eben auch, ne? Gehe ich raus, höre ich auf zu quatschen und verschluck mich dann manchmal und breche vielleicht auch mitten im noch 4 Stunden Tageslicht übrig. Also ein bisschen ist noch hell, wir sind ein wenig müde, durstig, ein kleines bisschen Hunger haben wir auch. Ach ja. Sowas. Ich habe versucht, auf den Hirsch zu schießen. Habe auch einen am Hinterbein getroffen. Der dann aber weggelaufen ist. Also ich konnte den nicht weiter, bejagen. Ist mit dem Bogen vielleicht auch auf einen Hirsch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so gut funktioniert. Natürlich würde ich das ganz gerne versuchen, aber jetzt haben wir mal eine andere 4 Stunden. Pass mal auf, hier sind doch so viele Hirsche. Wenn jetzt ich hier mal diesen hier mache. Ich habe übrigens seit den letzten Updates und so weiter ein paar Probleme. Das ist das. Ich muss gerade mal. Bisschen okay, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt hier durch die Bude hier anschleiche, dann könnten wir vielleicht besser einen dieser Kameraden erwischen. Pass mal auf, ich versuche mal hier so langsam, weil ich kann aus der Hocke nicht den Bogen spannen.
sondern ich musste es im Stehen machen. Wenn ich jetzt hinstehe, so halt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es. Wenn man zu lange drauf bleibt, also ich habe den jetzt nicht freiwillig abgeschossen, sondern relativ knapp, oder? Wir haben keine Pfeile mehr. Ja gut, dann müssen wir erstmal wieder. Dann laufen die halt jetzt weg. Müssen wir erstmal wieder Pfeile einsammeln. Haben wir nur drei Pfeile? Sehr interessant. Jetzt ist wieder übrigens das passiert, was ich gesagt habe. Ich habe ja hier im Spiel eine paar Aktionen durchgeführt und schon. Höre ich wieder auf zu quatschen. Okay, wir lassen das mit den Hirschen. Vielleicht probiere ich das mal bei einem Kaninchen irgendwann. Warte mal ganz kurz, 3 Stunden Tageslicht übrig. In welcher Richtung ist denn eigentlich unser anderes Zuhause? Also, ich meine, ich kann natürlich hier schlafen, aber. Das ist die Frage. Hier sind die. Achso, ich glaube, ich muss in die Richtung. Da komme ich wieder zu unserem Zuhause. Ich würde nämlich gerne mal folgendes. Bisschen doof eigentlich, aber ich probiere das jetzt mal so. Hier ist eine. Ist das eine Brücke eigentlich hier? Ja. Ich glaube, hier war so die Richtung. Ich muss in die Richtung, da kommen wir zu dem anderen zu Hause. Ich würde nämlich mal gerne Folgendes machen. Das ist jetzt der Plan. Also ich halte mich ja jetzt hier schon eine Weile auf. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir mittlerweile schon alles gesehen haben oder nicht. Ich habe aber gedacht, wir gehen auf die nächste Karte. Oder? Also, ja, jetzt sind wir wirklich hier schon eine ganze Weile umeinander gelatscht, haben, ich glaube, etliche Orte schon gesehen. Ich weiß ja nicht so ganz genau, wie groß die Karte ist. Ich sträube mich ja immer noch da. Davor irgendwo im Netz, was weiß ich, eine Karte zu suchen, obwohl mir das schon die ein oder anderen mal geschrieben haben, dass es da was gibt. Aber ich skizziere mir das ja so ein klein bisschen nebenher immer auf, so oldschool-mäßig. Ja, und ich denke mir, dass diese Bergkette hier hinten und so, dass das das Ende immer der Welt war. Also halt dieser Map, dass man da nicht sehr viel weiterkommt. Und soweit ich weiß, ich habe, bevor ich jetzt hier angefangen habe heute, habe ich mal auf die Karte geguckt, die ich mir da so ein bisschen skizziert habe. Wir waren mal, das mache ich übrigens immer nach jeder Aufnahme, wenn ich da irgendwo Neues war, dann zeichne ich das so ein bisschen ein und versuche die Karte so ein klein bisschen auch eventuell anzupassen. Hier sind wieder diese Bäume. Diese Plantage. Schau mal her, das ist irgendwie eine richtig geile Stimmung jetzt hier. Wenn es jetzt nicht Abend wäre, ja, weil wir haben jetzt noch 3 Stunden Tageslicht übrig, dann würde ich sagen, also bei uns gibt es manchmal
auch gerade in dieser Winterzeit genau diese Stimmung hier bei uns im Allgäu. Und dann wird es langsam etwas wärmer. Und es ist so geil, wenn in der Früh, ja, du bist dann irgendwo und passiert das. Aber hier ist jetzt gerade Abend und darum ist es hier genau umgekehrt. Es wird wohl immer kälter werden. Ja, momentan gefühlte minus 2 Grad, richtig mollig warm eigentlich. Kein Problem. Ich möchte es mal in dieses andere Zuhause hier und wenn ich es denn dann finde. Ich habe ja hier irgendwo Fallen. Ach, da ist es doch. Fallen aufgestellt. Wo waren denn die? An die bin ich das letzte Mal zufällig wieder hingelaufen, wo wir von irgendwo kamen, von da hinten, glaube ich. Wo wir da runtergeklettert sind, so ein Berg oder was. Was ich noch sagen wollte, so andere Sachen, die ich außer ein bisschen draußen rumlatschen und so weiter mache. Was ich zum Beispiel für Bücher lese oder so, hat man mich gefragt in den Kommentaren, wenn ich sowas überhaupt tue. Also ich muss sagen, ich war extremst lesefaul früher. Ich habe nicht gern gelesen. Das Einzige, was ich konnte auch nicht gescheit lesen, muss ich sagen. Das kann man mal so sagen, wie es war. Also bei mir war es so, wenn ich in der Schule was vorlesen musste, dann habe ich mich so aufs Lesen konzentriert, damit ich flüssig vorlesen konnte, dass ich schlussendlich nicht mehr gewusst habe, was ich vorgelesen habe. Wenn ich ruhig für mich selber gelesen habe, da war das kein Problem. Haben wir eigentlich schon mal in diesen Kofferraum reingeguckt? Ah ja, der ist leer. Sorry. Okay. Es hat jetzt gerade etwas gehakt. Ja, das hat sich schlagartig geändert, als meine Tochter auf die Welt kam. Da habe ich nämlich der Tochter alle möglichen Geschichten vorgelesen. Abends ist man so zusammen da gelegen und ich habe ihr gute Nachtgeschichten vorgelesen. Und meiner Meinung nach sind nicht alle Geschichten. Hallo? Zack, rennen einfach so an die Wand hin. Sind alle, meiner Meinung nach, sind nicht alle Geschichten kindergeeignet. Kindgerecht. Und da habe ich sogar quasi während ich vorgelesen habe, wie soll ich das erklären? Vorausgelesen, also außer das gesprochene Wort, war ich schon voraus und habe die Geschichten teilweise, ohne dass es jemand gemerkt hätte, umformuliert, so dass die nicht mehr so brutal waren für Kinder, weil auch Märchen finde ich persönlich relativ brutal. Und ich weiß nicht, ob das für Kinder so gut ist. Und ich wollte die Tochter möglichst frei von jeden Ängsten aufziehen. Waren die Fallen da? Sodass die einfach quasi möglichst lang das Wort Angst gar nicht kennt. Jedenfalls, so viel zum Lesen. Mittlerweile hat mich dann die Aktion wieder zum Lesen gebracht. Ich habe früher in meinen jungen Jahren quasi nur Fachbücher gelesen. Wenn ich zum Beispiel was über Airbrush lesen wollte, weil mich das richtig interessiert hat, dann habe ich mir ein Fachbuch über Airbrush-Techniken gekauft und habe das verschlungen. Ja? Und das kann ich mir auch merken. Habe ich dagegen, warum geht hier eigentlich nichts in die Falle? Hier hupfen ab und zu Hasen rum, aber die gehen nicht in meine Falle. Folgedessen nehme ich diese Dinger mal mit wieder. Die stellen wir einfach vielleicht irgendwo anders auf. 2 Stunden Tageslicht übrig. Ja, wir sind durstig und ausgelaugt und überfüllt, also gewichtstechnisch, weil wir so erschöpft sind. Hungrig sind wir auch ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen was zu essen. Gehen wir mal ins Warme und schauen wir mal.
Ja, das hat mich dann zu dem Lesen gebracht, wobei ich heute eigentlich fachbuchmäßig relativ wenig lese, weil man das natürlich im Internet recherchiert, sowas mittlerweile. Weil, ja, kann ich mir auch noch besser merken, wenn ich Bild, Ton und Schrift womöglich zugleich alles habe. Das prägt sich noch besser ein wie alles andere. Aber mittlerweile lese ich auch Krimis, lustige Sachen. Also bei uns zum Beispiel, da gibt es ja im Allgäu gibt es ja so ein Autorengespann, Klüpfel und Kobel oder wie die zwei heißen. Ich glaube, so heißen die. Und die tun so Kriminalromane eines bei uns ansässigen, in der Nähe wohnenden Kommissars, kann man sagen. Ja, so Krimis. Was hier, ja, passiert meistens ein Mord und so und solche Sachen. Und diese Bücher finde ich richtig gut. Und vor allem liegt es an dem, die sind flüssig zu lesen. Also die zwei haben einen Schreibstil. Gut, der eine ist Deutschlehrer, der andere weiß ich nicht, was er macht, von den Autoren. Ich finde, die wissen, wie man schreibt. Ja? Eine Pfanne. Ach, da brauche ich die Bügelsäge zum Zerlegen der Pfanne. Die habe ich ja und da auch. Ist ja sehr interessant. Oh, habe ich das mal vergessen zu durchsuchen? Ist ja. Hä? Das verstehe ich jetzt hier nicht. Der ist leer. Habe ich die komplette Küchenzeile noch nie durchsucht? Das war wirklich interessant. Futter. Aber jetzt hier so ein Riegel. Soll ich den mal mitnehmen? Da einfach mal essen? Spaß halber, komm. Macht mich gerade an. Wobei da dran steckt geschmackloser. Trink mal was. Wenn wir schon gerade das Menü auf haben. Weil durstig waren wir ja auch irgendwie. Trockener Mund. Wir haben immer noch einen trockenen Mund und immer noch Hunger. Habe ich eigentlich im Inventar noch anderes? Nee. Habe ich draußen noch. Kühlschrank leer, Gefrierschrank leer. Ich gehe mal raus. Habe ich draußen da noch irgendwo so ein totes Reh rumliegen oder irgend sowas da? In der Kälte? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir gucken schnell. Ja, jedenfalls hat mich das zum Lesen gebracht. Oder der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Vielleicht muss ich erst raus, bevor ich mir die Türe vor dem Gesicht zuschlage. Fand ich auch ein ganz nettes Buch. Wie gesagt, ansonsten ja, Fachbücher, Bücher über ein Trumpf von diesem Fleisch haben wir noch hier. Bücher über, es wird kälter, über Natursachen, Pflanzen, Steine. Und so weiter. Also solche Sachen lese ich natürlich nach wie vor. Aber wie gesagt, hauptsächlich sonst Krimis. Und was ich auch wahnsinnig gern mag, sind humorvolle Sachen. Irgendwas, wo man richtig lachen muss. Das ist so richtig meins. Davon gibt es meiner Meinung nach aber viel zu wenig. Wenn da mal jemand einen guten Vorschlag hat, irgendein, ja, ein Buch in der Richtung, dann her damit. Rein in die Kommentare und dann werden wir da mal schauen,
Da bin ich immer offen für solche lustigen Sachen. Wie gesagt, dieser 100-Jährige fand ich eigentlich ganz nett zu lesen. Da habe ich auch das Nachfolgebuch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das habe ich auch noch gelesen. Fand ich auch ganz nett. Wobei ich relativ lang brauche, um ein Buch zu lesen, weil ich nicht stundenlang hinsitze am Nachmittag oder sonst irgendwo und Bücher lese. Also das mache ich meistens abends, wenn ich in der Falle liege, dann schlage ich noch mal ein bisschen nach und lese noch ein paar Seiten, bevor es mir dann die Augen wegdreht. Apropos Augen wegdreht. Hier dreht sich mir auch gerade was weg, und zwar die Zeit. Und deshalb machen wir an der Stelle eine Folgenpause. Ich verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, das nächste Mal quatschen wir vielleicht, was ich sonst noch so ein bisschen mache. Mal gucken. So nach und nach werde ich schon das ganze Leben offenlegen hier mal auf. Natürlich nicht, aber so ein bisschen was, von dem ich der Meinung bin, dass ja, dass man es auch erzählen kann. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuschauen. Euer Eddie.